So, hallo und willkommen zurück zu Prison Architect. Ja, beim letzten Mal haben wir einen Hochsicherheitstrakt ausgewählt. Gebaut haben wir ihn nicht wirklich. Er war schon da. Wölfe greifen an, my Lord! Und ja, haben uns auch die ersten Hochsicherheitsgefangenen gesichert. So. Ja, also die Begnadigungsgesuche etc. laufen alle. Geld haben wir tatsächlich recht viel, was gut ist. Das hier ist im Moment noch out of order, weil ist so. Brauchen wir bis jetzt nicht. Hat bis jetzt nur Platz weggenommen, ehrlich gesagt. Und wir könnten. Warte mal. Die Hundestaffel, die haben sich angepasst. Cool. Das ist wirklich cool. So. 10. 13. Okay, dann gucken wir mal. 10 haben wir. 10 kriegen wir noch hin. So, dann bauen wir nämlich jetzt hier das endgültig aus. Die Hundepatrouille hier wird dann natürlich gecancelt, weil die keinen Sinn mehr macht. Und hier eingeführt. Das wird erweitert. Hier werden ein paar Luxuszellen gebaut für Leute, die halt länger keine Scheiße gebaut haben. Das ist dann immer ganz gut, kommt positiv rüber, alle freuen sich. Yippie. Yippie, yippie. So, Fleisch. Der Ian. Was hat der gemacht? Ach so, das war der, der den Officer angegriffen hat. Okay. So, dann haben wir noch ein paar Zellen gut gemacht. Und dann klappt das auch, weil wir jetzt ja hier ja Maximal Secure Gefangene uns reingeholt haben. Ja, da wurdest du vom Hund erwischt. Das ist aber doof. Aber was abgefackelt. Jetzt auch schon lange im Knast. So, ja, da habt ihr wieder mal die Mauer eingerissen. Richtig nice. Ist aber egal. Die wird gleich wieder aufgebaut. Ich weiß nicht, irgendwie mögen die keine Mauern, habe ich das Gefühl. Permanent reißen die die ein. Irgendwie klappt das nicht so. So, Wasserleitung verlegen wir auch direkt. Zack, zack. Und zack, alle versorgt. Da müssen wir nochmal gucken. Wie sieht es mit dem Strom aus? Ja, der muss auch bis hier hinten gelegt werden. Aber dann sind wir durch. Fertig. Nice. Gut. An den Kameras hängt auch einer. Das ist schon mal super. Wow, Essen ist überall irgendwie. Ja, auch nur drei Köche. Engagieren wir nochmal zwei. Dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. Ja, drei Mahlzeiten am Tag. Da, die produzieren so viel Müll, das schaffen die gar nicht, die Köche. Boah, damit sind wir auch fast durch mit der Essensstudie. Okay, einige Leute sind da drin. Müssen wir mal gucken. Habe ich denn noch das Richtige ausgewählt? Hä, ich dachte, das hätte ich gestartet. Ach, das konnte ich nicht starten, stimmt. Ja. Jetzt habe ich es. Da bin ich ja mal gespannt, wie viele das schaffen. Drei haben das direkt geschafft? Das ist krass. Das ist krass. Nice. Naja, cool.
der einmal 100% Erfolg ist, finde ich krass. Okay, hier nicht. 75 ist aber auch schon hoch. Cool. Wenn es denen gut geht, klappt das anscheinend recht gut. Erstaunlich. Da bin ich ja mal gespannt, wie gut das funktioniert mit der Klasse. Ja, mit dem Test, den die am Ende schreiben. Für die allgemeine Bildung. Gut, ja, das freut mich ja, dass das funktioniert. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ah. Ich sehe da gerade ein Problem, was wir haben. Und zwar, unsere Einzelhaftzellen sind überlaufen. Wo habe ich die denn hingebaut? Da oben. Guck mal. Ja, der macht direkt mit bei uns. Hier, einfach mal. Dann könnt ihr den da wieder rausholen. Drei Leute müssen nämlich noch. Wenn wir einen weiteren rekrutieren können, dann wird das direkt komplett abgearbeitet. Das ist schon mal gut. Wir machen noch gut plus Geld. Ja, scheint doch alles zu laufen. Ein bisschen ärgerlich ist, dass der Education-Test nicht von 10 Leuten gemacht wird, sondern von weniger. Ah, dann lassen wir das mal schneller durchlaufen. Na, guck mal, da kommt der nächste. Der möchte kein Informant werden, kann ich ja verstehen. So. Die beiden möchte ich dann gerne mal ausgefragt bekommen. Eventuell werden sie entdeckt und umgelegt, dann ist das Pech, aber eigentlich dürfte das nicht passieren. Ich sehe gerade ein Problem, dass der Security-Raum außerhalb ist. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. So. Und zwar wissen wir jetzt, hier ist was drin. Das durchsuchen wir natürlich dann. Wir sehen jetzt auf der gesamten Map Gegenstände, die geklaut wurden oder irgendwelche Ziele von Gefangenen. Warum haben wir denn so viele Spitzel? Der ist ein Spitzel. Der ist ein Spitzel. Cameron Suit. Wir haben zwei Ziele. In einem sonst so friedlichen Gefängnis. Das ist echt doof. So, naja. So, die habe ich wieder deaktiviert. Die müssen abgeholt werden. Ich dachte, die werden jetzt einfach laufen gelassen. So, ja, geh mal. Geh mal woanders hin. Mäßig, aber nee. So. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wer hat das denn gebaut? Alles klar. Ja, genau. Die Sachen werden jetzt natürlich gefunden. Ist ja klar. Nee, so war das nicht gemacht. Okay. So. Dann kriegen die auch Licht da oben. Ich weiß jetzt nicht, was hier mit passiert ist. Das ist ja einfach nur Mist. Quick Build. Luxuszelle. Mach das nochmal. So. Einfach nochmal, funktioniert schon. Der sieht aus wie der Bürgermeister. Der arme Williams. Er ist in die Sammelzelle gekommen, weil nichts anderes frei ist. Aber keine Sorge, es werden neue Sachen gebaut. Der pennt einfach in einer Zelle, die offen ist. Doch.
Naja. Ist halt so, ne? Was willst du machen? Kannst nichts machen. So, dann machen wir es mal wieder schneller. So, die zwei Zellen sind fertig, ne? Bei der ist irgendwas schief gelaufen. Allein die Tür scheint nicht so gut zu funktionieren. Eat. Ja, kriegt ihr wieder euer Luxus-Meal. Aber nicht mehr für so lange. Tatsächlich. Ich sehe gerade, wir haben hier zwei Leute haben nur den Taser-Test bestanden. Okay, ist aber auch schon teuer genug. So, wen haben wir denn hier? Okay, ein Knight. Dann haben wir einen Killer, der für 100 Jahre in den Knast muss, ungefähr. Okay, ja gut, der kann bald. Der kann auch bald. Der ist 60 Jahre noch hier. Oder wird getötet, weil er dann doch ein Spitzel war. Oh, die Zellen sind noch gar nicht fertig. Okay, für die sind die Zellen fertig, aber für die anderen nicht. Womit sind denn meine Bauarbeiter auch beschäftigt im Moment? Die müssen ja irgendwas anderes machen. Also Drogen gefunden worden. Naja. Dann werden die letzten Zellen schnell noch gebaut. Schnell, schnell, Bett rein. Fertig. Da fehlt auch noch eine Wand. Nee, das funktioniert so nicht, Leute. Haben die Wand vielleicht gecancelt? Nee, nee, soll noch gebaut werden. Okay. Da bin ich ja beruhigt. So, hier. Nee, 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 nee. Müssen wir erstmal abwarten. Ja, $25 wieder im Shop verdient. Wir haben zwar 200 für ein Bett ausgegeben, aber wir haben auch $25 verdient. Wahrscheinlich einer der Spitzel. Ja, da wird gerade die andere Spitzel auch noch fertig gemacht. Ja, da konnten wir jetzt schlecht was gegen tun. Wir hätten sie in Schutzhaft setzen können, aber wo? Wir haben ja keinen Ort, wo die anderen Gefangenen nicht hinkommen. Ja, die haben jetzt alle einen mal Mörder dazu bekommen. 25 Jahre extra hier. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Können wir mal gucken. 25 Jahre. Der hat nur 3 Jahre gehabt. Hatte die Hälfte schon um. Ja. Der wäre rausgekommen. Aber vielleicht hat er es auch schon vorher gehabt. Naja. Keine Ahnung, was hiermit wieder ist. Irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Einige Waffen gefunden. Nice. Nicht. Ja, ansonsten. Achtzehn und schon im Knast. Zweimal Kidnapping. Was er da wohl bespricht. Na gut, der ist frisch verurteilt worden. Vielleicht, dass wir in Revision gehen. Kann ja sein. Was ist denn hier los? Das kann ja nicht sein. Warum bauen die da jetzt keine Mauer hin? Das ist doch schnell erledigt. Hier. Macht mal wieder schneller. Ich weiß sowieso nicht, womit die beschäftigt sind. Ich meine, ich habe 12.
Was tut ihr gerade? Das heißt eigentlich, dass es zu wenig sind. Oh, noch mal drei. Das dürfte ganz gut funktionieren. Eigentlich dürfte jetzt keiner, den wir in die Einzelhaftzellen stecken, bereit sein, was? Ach so, wir haben irgendwas completed. Ach, das mit dem Essen. Also es dürfte ja jetzt keiner bereit sein, Spitzel zu werden, weil die haben ja alle einen Spitzel gekillt. Zwei sogar insgesamt. Beide erwischt. Ja, dann machen wir das jetzt. Na gut. Ja gut. Ist natürlich jetzt doof gelaufen. Unsere Workmans bauen die letzten Sachen fertig. Ja gut, dann würde ich mal sagen, für diese Folge war's das und wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin.